Hey, willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es selbst mal. Und zwar stelle ich heute drei Spiele vor, die was ich als Kind gespielt habe, also früher gezockt habe. Ich selber, ja, ich habe die gespielt. Niemand anders, ganz wichtig. Na, Spaß. Wir starten jetzt gleich rein und sagen, bis dann. So, kommen wir gleich zum ersten Spiel meiner Spielereihe, was ich früher gezockt habe. Und zwar, wie ihr schon im Hintergrund seht, Plants vs. Zombies 1. Ein natürlich alter Klassiker, den was viele kennen. Viele kennen auch nur noch die heutigen Versionen, die Garden Warfare Teil und so, aber mit dem hat alles angefangen, Plants vs. Zombies. Und falls mir wer sagt, ja, das ist doch eine Crack-Version, ich habe auf Google Plants vs. Zombies eingegeben, weil ich das Spiel nicht im Store gefunden habe. Deswegen kann sein, dass das vielleicht eine nicht die originale Version ist. Aber es ist ein. Man sieht welches Spiel. Das ist ganz wichtig zu sagen. Bitte EA! Bitte nicht canceln, bitte nicht anzeigen. Danke, bitte, bitte. Und zwar, ich hab jetzt auch eine lustige Story. So, ich hab das Spiel so geil als Kind gezockt und bin mir manchen Levels so gehängt, wo ich meinem Vater gesagt habe, bitte kannst du mir das schnell spielen, damit ich weiterkomme. Also, das sind geile Storys gewesen. Plants vs. Zombies kann ich jedem empfehlen. Es ist ein alter Klassiker zum Entspannen und auch gibt gute Sachen, wo man sagt, ja, ein bisschen stressiger, aber auch viele spannende Sachen. Und eine Frage hätte ich, ganz wichtig. Die, was das gespielt haben, habt ihr auch diesen Drang, dass das immer alles in so einer Reihe passieren muss, dass es schön ausschaut? Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare und sagen, wir gehen gleich zum nächsten Spiel. Bis gleich. Game 2. Und zwar das zweite Game ist, wie ihr schon seht, Purple Palace. Dieses Game, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hat mir das über Fun gemacht als Kind. Das war halt vorinstalliert auf dem PCs und deswegen habe ich das irgendwie dauerhaft gezockt. Ich habe auch ein Achievement direkt beim Reinkommen bekommen. Das habe ich ja schon mal wo gesehen. Also, es ist so ein Game. Du musst halt, es ist halt ein Kindergame. Wortwörtlich. Musst halt so Torten machen und so. Oder halt Leute ihre Augen, Mund, Nase drücken. Wenn man sich das so bedenkt, hört sich das so cringe an, so komisch, so verstörend. Ja, zudem gibt es noch so ein Memory-Game. Ja, das sind echt die drei Games. Torten backen, Leuten ihre Nasen und Mund zurückgeben. Und... ganz wichtig, Memory. Ganz, ganz wichtiges Memory-Game. Aber das sind halt diese genau diese Games. Ich weiß nicht, wer hat das noch von euch gezockt? Wer noch? Aber ich finde dieses Game irgendwie funny, aber... ja, es ist halt ein Kindergame. Lasst mich in Ruhe, nicht canceln. Da war ich halt noch ein Kind. Bitte nicht. Eine Sache gibt's noch, was ich euch sagen möchte. Irgendwie, ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber irgendwie oft so Charaktere in so Kinderspielen, Kinderfilmen oder Kinderserien schauen uroft urverstörend aus. Wo ich mal denke, das kannst du einst in dein Horrorspiel reinstellen, das kommt aufs Gleiche. Warum? Wieso? Ich würde sagen, gehen wir jetzt zur Nummer 3. Game 3. Kommen wir jetzt zum letzten Game. Das ist, die sagen auch bis heute, noch eine Stelle vor Plants vs. Zombies, auch wenn Plants vs. Zombies geil ist, ist das mein Lieblingsspiel. Und zwar natürlich Star Wars Battlefront. Aber die zweite Edition, aber nicht die neue, die nicht das Ausgabe von 2019 und so, nein. Das ist noch diese alte, geile Variante von 2005. Also, ich würde euch nur eine Sache empfehlen. Wenn ihr ein richtig geiles Spiel haben wollt, retromäßig Star Wars, holt euch das. Also das finde ich viel besser als die heutigen, weil... du musst für das Spiel nicht extra Sachen kaufen, wie bei den heutigen Star Wars, um viele Möglichkeiten zu haben. Du konntest da wirklich alles frei spielen und freier spielen. So. Und es gibt eine gute Modding-Community und das Spiel ist immer noch, würde ich sagen, relativ beliebt. Es spielen einige noch im Multiplayer, auch in der Spiel von 2005 ist. Also ich empfehle das Spiel noch sehr weiter. Und da gibt es ja auch geile Stories bei dem Game, weil wenn du stirbst manchmal so mit lustigen Effekten, wo du einfach durch die ganze Welt fliegst oder solche Sachen. Und das Game hat noch einen Story-Modus, wo du die Star Wars nachspielst und so. Zudem hast du geile Helden. Ich glaube Darth Maul, Luke, Darth Vader und so. Kannst Druidika spielen, kannst Magma-Wachen spielen. Digga, du kannst halt so viele geile Sachen spielen. Imperium, Rebellen, Klone, Druiden. Digga, du kannst sogar Raumgefechte spielen, wo du dich abknallen kannst. Und so wie... ich finde, das ist das geilste im Raumgefecht. Du kannst mit deinem Schiff in den gegnerischen Hangar reinfliegen und das Schiff von innen zerstören. Das hat immer das Lustigste gemacht, wenn du mit dem Kanonenboot von den Klonen reinfliegst. Voll bemannt mit so 4-5 Leuten.
gehst du rein, fliegst in den Hangar und bettelst dich in deren Schiff und zerstörst dein Schiff nebenbei. Das war das Geilste, was es gegeben hat, finde ich, früher. So, Leute, das waren jetzt drei Spiele, die ich früher gezockt habe. Natürlich waren es viel mehr, aber die kann ich jetzt nicht in ein Video packen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt auch, ob ihr das mehr wollt, dass ich mehr Spiele zeige aus meiner Jugend. Also würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lässt, ein Like da lässt und kommentiert. Was mir aber ganz wichtig ist beim Kommentieren, auch wenn ihr Kritik äußern möchtet oder wenn euch das Video vielleicht nicht gefällt, schreibt es in die Kommentare und sagt mir, was euch daran nicht gefallen hat, was die Kritik dabei ist, aber nicht beleidigen. Weil mich nervt, ich finde, mich nervt es nicht, weil es mir trotzdem weiterhilft bei dem Video. Aber was ich irgendwie komisch finde, einige Leute disliken einfach ein Video, aber können dann nicht einen Kommentar schreiben, was man verbessern könnte. Das ist so eine Sache, die verstehe ich nicht. Weil die Leute, was das machen, die wollen ja Kritik haben, damit man sich verbessern kann. Also schreibt Kommentare, damit sich die Leute verbessern können. Ganz wichtig, und ich sage, das war's mit dem Video. Ciao, Leute.